Ja, moin moin Leute. Schön, dass ihr wieder einschaltet hier bei mir auf den Kanal. Willkommen zurück zum Game Police Simulator Patrol Officers mit dem Highway DLC. Aber heute mal nicht auf dem Highway. Ja, ich habe gesehen, ihr habt ein bisschen Bock, die ein oder andere Folge von dem Game hier zu gucken. In dieser Gegend ist die kriminelle Aktivität dramatisch hoch. Stellen Sie sich darauf ein, erhöhte Polizeipräsenz zu zeigen. Ich kann das übernehmen. Wir zeigen mal richtig Präsenz. Der hat gerade Müll weggeworfen hier. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Festhalten. Müll. Ich halte Sie fest, weil Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, was ich tue. Entschuldigung. Ja, das geht vielen Leuten so, dass sie nicht merken, was sie tun. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Hier ist 4561. Ich sehe mir den Unfall an. Wir checken den trotzdem ab. Also ich bin ehrlich, mit diesem Bild und dem Gesicht, was ich sehe, I don't know, Leute. Ja? Wir brauchen einen Officer für eine Verkehrskontrolle. Können Sie das übernehmen? Hat sich das schon erledigt, ne? Also, falsches Bild drin, ne? Und, da würde ich sagen, gehen wir eben den mal zurück. So, mein Kollege. Sie brauchen zu lange, um dort anzukommen. Wir und er wird jetzt von mir verhaftet. Aufgrund. Ja, ihr seht das unten. Ich habe die Info noch mal für euch eingeblendet. Falls das Foto einer Person nicht mit dem eingetragenen Fahrzeughalter oder Personalausweis übereinstimmt, handelt es sich um einen gestohlenen Ausweis. Ja? Sie führen einen gestohlenen Personalausweis mit. So. Nein, bitte nicht, Officer. So, den sacken wir jetzt ein. Sie brauchen zu lange. Eine andere Einheit wird sich darum kümmern. Ich bringe Sie auf die Polizeidienststelle. Und das Schöne ist, direkt gegenüber vom Polizeirevier. Direkt gegenüber. Ja. Ja, ist aber kein Thema, weil es wurde ein Tatort gemeldet. Ist ziemlich einfach für uns jetzt. Ja, ich habe beim letzten Mal schon ein paar Sachen, ein paar neue Sachen freigeschaltet. Wir brauchen sofort eine Einheit vor Ort. Sende jemand anderen. Officer für Verkehrskontrolle angefordert. Können Sie das übernehmen? Wir können also mittlerweile ein bisschen mehr. Wir könnten unter anderem so einen Tatort absperren. Ja. So, wir fahren mal im Sie brauchen zu lange. Im alten Schlitten durch die Gegend. Ja. Wenn der jetzt noch richtigen schönen alten V8-Sound hätte. Ja. So. Ah, okay. Die rote Ampel ist nebensächlich. Da versucht einer ein Auto zu klauen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Mist. So, wir müssen hinterher. Ne? Autodiebstahl. Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. So, wir müssen schön aufpassen. So, Fahrer. Sie brauchen zu lange. Fahrzeug. Eine andere Einheit. Fahrer. Ich habe Sie angehalten, weil dieses Fahrzeug laut unserem System gestohlen gemeldet ist. Wie kann das sein? Ich habe es gerade erst gekauft. Als ob aussteigen lassen. Bitte steigen Sie aus dem Wagen und treten Sie auf den Bürgersteig. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ja, war klar. Mist. Mit der Kelle können wir Sie natürlich nicht erschrecken. Ich werde nach der verdächtigen Person suchen. Achtung, jetzt. Hey,
Hände hoch! Okay, das war meine erste Warnung. Nicht bewegen, verstanden? Also bei mir ist klar, nur eine Warnung und dann wird geschossen. Ne? So, Tatort, Hintergrund, Autodiebstahl. Sie werden verhaftet, weil sie versucht haben, unrechtmäßig ein Fahrzeug zu nehmen. Bitte, tun Sie das nicht. Für den Transport einer verhafteten Person angefordert. So. Bitte melden. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Die werden wir jetzt abtransportieren lassen. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Wir haben einen Notfall. Wer ist verfügbar? So. Da kommen die Kollegen schon. Ich habe in der Nähe geparkt und bin gleich bei Ihnen. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Okay, Partner. Okay. Ich bin da. Verstärkung ist da. Ein Fahrer zeigt rücksichtsloses Fahrverhalten. Möglicherweise. Was ist das denn hier, Leute? Wir haben die Position übermittelt. Okay. Das geht gar nicht, ne? Da müssen wir eben schnell aufschreiben. Ihr Wagen 4561. Ich werde das gesuchte Fahrzeug aufspüren. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Hallo Bürger. Nicht erreichbar. Hallo Bürger. Der nächsten 24 Stunden darum. Ist das crazy? Also das mit dem Autodiebstahl, dass sie das neu eingebaut haben, das finde ich schon kecky. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich übernehme den Unfall. Jedoch denke ich, ist es noch Luft nach oben. Vor allen Dingen, was so viele, das ist ein Unfall. Ich mag dieses Unfall-Ding nicht so wirklich. Ja, es ist zwar ganz interessant hier so. Zeugen zu befragen und so. Das ist ja alles schön und gut, aber auf die Dauer geht einem das so ein bisschen auf den Nerven. Wir brauchen Unterstützung bei der Beseitigung von Trümmerteilen von der Fahrbahn. Ist ein Officer verfügbar? Ich will mal was abchecken. Aha, seht ihr? Das ist ganz wichtig. Wenn ihr in der City unterwegs seid, ihr müsst euch unbedingt mal ein bisschen Zeit nehmen, in der City durch die Gegend zu fahren, um auch so Sehenswürdigkeiten und so eben zu erkunden. Hallo? Wir haben einen Notruf zu einem möglichen Tatort erhalten. Ich halte Sie wegen Umweltverschmutzung fest. Bitte, wir sind im 21. Jahrhundert, da kommt so etwas nicht mehr vor. Ach, die so eine komische Trolle. Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Eine andere Einheit wird sich darum kümmern. Eigentlich wollte ich mir den Typen schnappen, der über die Straße gelaufen ist. Wir benötigen die Handhabung einer Situation hier. Ist jemand verfügbar? Ich finde aber so Umweltverschmutzung deutlich bescheuerter. Darum gibt es hier für mich jetzt auch ein Ticket. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. Hier ist 4561. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Den Unfall. Schönen Tag noch. Ja, wie er über die Straße alleine läuft und vom Auto erfasst wird, muss ich ganz ehrlich sagen, im Erwachsenenalter, it's your part, ne? Aber die Umwelt kann sich nicht darüber oder dagegen wehren, dass du Stinkstiefel eine Dose auf den Boden schmeißt, ja. So, erstmal haben wir hier die Position ist scheiße. Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. So, da müssen wir mal gucken. Brauche dringend okay. Unterstützung bei der Errichtung einer Straßensperre. Dann ist die Karre die Parko abgelaufen. Oh, jetzt war ich zu schnell. Wagen 4561 hier. Ich werde die Straßensperre errichten. Ticket Parko abgelaufen. Jetzt guck mal bitte unten. Falsch parken. Abgelaufene Parkuhr. Ne? Fahrer mit Behinderung dürfen aber trotzdem an abgelaufenen Parkuhren stehen. 4561. Ja? Ich sehe mir also den die Unfall dürft ihr nicht aufschreiben, okay? Gut, so.
Der macht schon mal zwei Dinge. Völlig falsch. Erstmal entgegengesetzt. Und dann natürlich auch noch auf dem Bürgersteig. So. Den haben wir auch. Okay, dann wieder ab ins Auto. Weiterhin unsere Streife fortführen. Die Hauptgeschichte haben wir schon erfüllt. Ja, die Polizeipräsenz. Der Balken ist grün. Ja, das war unsere Hauptmission. Das haben wir erfüllt. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Fahrzeug hat keinen Blinker gesetzt, ja. Hier rechts an diesen Mauern, da gibt es oftmals Leute, die gerne Graffiti dahin schmieren. Sind Officer verfügbar, wir brauchen Unterstützung. Drogenhandel gemeldet. Verstanden, ich übernehme das. Ja, da schreiten wir mal mit ein. Ja. Drogenhandel geht gar nicht. Oh, das scheint außerhalb unserer Mist. Das ist außerhalb von meinem Bezirk hier. Jo. Hallo. Jo, sagt er. Ich Zielort erreicht, ich werde mit der Suche nach der verdächtigen Person beginnen. Es wurde ein Tatort gemeldet. Bitte fahren Sie hin und kümmern Sie sich darum. So, jetzt haben wir wieder so einen Tatort. Wir brauchen sofort eine Einheit vor Ort. Sende jemand anderen. Okay. Das ist jetzt echt schwierig hier. Ich habe das Gebiet muss. Ja. Da könnte was abgehen. Ja, okay. Hey. Shit. Wo ist der andere hin? Da. Boah. Fahren Sie bitte hin und beginnen Sie mit der Untersuchung. Er läuft. Wir brauchen sofort halt, eine Polizei! Vor Ort. Zack. So. Wir haben gerade Meldung erhalten, dass ein Fahrzeug gestohlen wurde. Okay, wir durchsuchen ihn. Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Ihr Wagen 4561. Ich kann das Fahrzeug ausfindig machen. Lassen Sie mich in Ruhe! Ich brauche dringend Unterstützung. Polizei! Stehen bleiben! Sofort! Ist jemand verfügbar? Halt! Nehmen Sie die Hände Nein, hoch! Nein, bitte! Erschießen Sie mich nicht! So. Wagen 4561 hier. Also. Ich werde die Straßensperre errichten. Ich nehme ihn jetzt fest. Ja? Person zum nächsten Revier zu transportieren? Sie sind festgenommen, da Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, oh. Bitte nicht, Officer. Doch, doch. Jetzt durchsuche ich ihn. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Fordere einen Officer zur Beseitigung an. So. Und dann schauen wir mal. Aha, Beutel, weißes Pulver. So, dann hat er noch ein Springmesser, Make-up, wofür er Make-up braucht, weiß ich nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Da brauchen wir nicht lange rumdiskutieren, ne? Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Beutel weißes Pulver ist eindeutig. So. Wir benötigen die Handhabung einer Situation. Hier ist jemand. Kollegen kommen. Gut.
So, die Kollegin wird es in das Video um einpacken. 2. Ich suche nach der verdächtigen Person. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir können mal rechts rumfahren. Unterstützung angefordert. Ist ein Officer verfügbar? Ach, leichter Unfall, habe ich keine Zeit für. Ich stecke mitten in meinem aktuellen Fall. Ich nehme nur die dicken Fische an. den kleinen Kram. Wir haben Meldungen über Trümmerteile auf der Fahrbahn. Ist ein Officer können die Kollegen machen? Sich darum zu kümmern? Wir wollen richtige Gangster jagen. I wanna be a Gangster. So. Wir können auch, das ist ganz nett, wir können auch von drinnen jetzt dieses Fahrzeug checken und dann sagen wir, okay, wir checken den hier am Computer, ja, und dann wissen wir, wer da drinnen sitzt oder wem das Auto gehört. Und wir wissen, dass er eine rote Ampel überfahren hat. Ja, aber wir haben ihn nicht wirklich dabei erwischt. Wisst ihr, wie ihr meint? Wir haben im Moment keinen Grund, ihn anzuhalten, ne? Okay, also das ist so... Was? Call? Sind Officer verfügbar, um eine verhaftete Person zum nächsten Revier zu transportieren? Ja, aber es ist außerhalb meines Bezirks. Unheimlich viele Falschparker, ne? Unterstützung angefordert, sind Officer verfügbar? Ach, die Parker, ey, Alter, guckt euch das an. Also das ist too much, finde ich. Die Autos so extrem hier auf die Bürgersteige zu packen, so spawnen, weil das unrealistisch ist, ne? Und dann alleine auf dem kurzen Stück und da vorne auch wieder 20 Autos. Ich find's, ja, das ist zu viel. Das muss man auf jeden Fall einregulieren, ne? Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall. Okay. Also hier ist ein Pannenfahrzeug. Wir haben einen Notruf zu einem möglichen Tatort erhalten. Ihr seht, ne, selber der qualmt. Und untersuchen Sie die Lage. So. Dann brauchen Sie Hilfe mit Ihrem Fahrzeug? Ich brauche einen Abschleppwagen. Sie mein Auto hat endgültig den Geist aufgegeben. Wird sich darum kümmern. Okay, zeigen Sie mir Ihren Führerschein und die Fahrzeugversicherung, bitte. Okay, Officer, bitteschön. Ja, wir machen einfach nur mal so einen Check, ne? Wie kann ich denn ein Auto fahren und dann die Versicherungspolice nicht dabei haben? Also Zulassung und ungültig Versicherung. Ich kann das übernehmen. Ja. Nicht nur, dass die Karre Schrott ist, ja. Jetzt hat sie auch noch Dreck am Stecken. Nee, Leute, ey. So, okay, also sie kriegt jetzt von mir ein Ticket. Ist eine Einheit verfügbar, um für die Geschichte. Person zum nächsten Revier zu transportieren? Und, für die fehlende Versicherung, gibt's auch noch einen und, dann werde ich... Ich habe mehrere Verstöße festgestellt und muss Verstöße ahnen. Ausstellen. Es tut mir leid. Ich habe nicht gemerkt, wie viel ich falsch mache. Kann jemand antworten? So, ne? Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, und dann lassen wir das Auto abschleppen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs. So, Abschlepper ist unterwegs. Ja, der kümmert sich um die Geschichte. Und wir können weitermachen. Ihre Schicht ist um, Officer. So, jetzt ist meine Schicht beendet. Ich muss gucken, dass ich zum nächsten Revier komme. So, und das Ganze natürlich standesgemäß mit Blaulicht. Ja, weil
Nur der frühe Cop. Fängt das dicke Würmchen. Oh, 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 oh. Bei frischer Tat. Das machst du nicht. Raus aus dem Auto. So, jetzt müsste man den Befehl geben können. Aus dem Auto steigen. So, Fahrzeug wartet. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. So. Wir gehen mal beiseite. Nee. Shit. So. Die haut jetzt ab. Shit. Boah. Fahrzeug flüchtet. Jetzt. Bam. Aber ganz schnell. Huch. Hat sie mich ausgetrickst. Boah. Das dauert zu lange. Ich müsste mir beim nächsten Mal die Shortcuts vor. Polizei, stehen bleiben, sofort. Zack. Ich habe schon Feierabend, Leute. Ja, also wird hier nicht rumdiskutiert. Ich lade mal vorsichtshalber nach. So. Tatort. Sie haben versucht, ein Fahrzeug zu stehlen und dafür nehme ich Sie fest. Das Warum? Ist definitiv ein Fehler, Officer. Das ist kein Fehler. Natürlich, hat sie das Auto geklaut oder nicht? Hallo Bürger? Oder habe ich die jetzt so unrecht verhaftet? Aber die ist halt geflüchtet. Moment. Ach so, ist nicht als gestohlen gemeldet. Aber warum ist sie denn abgehauen? Ha? Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Das will ich jetzt aber mal wissen. Wir durchsuchen die mal. Na, die Drogen dabei oder was? Ach, eine Handfeuerwaffe. Na gut, dann kann ich sie ja wenigstens dafür einlauen. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Gut. Also, Schusswaffen sind illegal. Ich kriege jetzt aber Minuspunkte dafür. Das finde ich ziemlich scheiße. Weil ich jetzt das falsche Delikt angegeben habe, ja. Aber, ja, nichts für ungut. Hoch. So. Jetzt machen wir aber Feierabend. Und, bei euch das Gleiche. Freut mich, dass das so ein bisschen auch bei euch ganz gut angekommen ist, glaube ich. Hin und wieder mal so eine Folge Tatütata zu sehen. Ja. Man kann ja auch eine Menge Blödsinn hier machen. Das ist ja eigentlich so das Witzige bei dem Game. Man muss halt eben aufpassen, dass man nicht zu viel Minuspunkte kriegt. Ja, so wie ich. Aber sei es drum. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber bei der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ja, bleibt sauber. Ne? Sonst komme ich und hole euch. Ich bin heute raus, euer Don. Ciao. Ciao.